Wieso ist das Yoshi? Hä? Ich hab's gerade aktualisiert, ich sehe da bloß irgendwas. Ach so, die Eule da oben. Ich hab gedacht, das Grüne von dem Baum ist Yoshi, weil die Kameraperspektive so komisch war. Ich musste nämlich gerade den Stream aktualisieren. Oh. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn hier bitte? Du musst nicht nur mein Stream-Sklave sein, sondern auch mein Google-Sklave jetzt. Hier, ich renne so lange durch, bis ein Stern rauskommt. Das heißt im Vor, also würdest du irgendwie da rein müssen, oder so, verstehe ich das falsch? Na warte mal, ich habe noch was gesehen, das mich auch sehr interessiert hat. Und zwar war das... Ich gehe mal hier runter. Ein Mann schlägt mit Wario die Wand auf. Ah, oh, wie gemein. Okay, dann kann ich ja wieder raus. Kurs gut, verlassen, ja, tschüss. Gut informierte Leute haben die hier Tipps. Sonst würden wir jetzt noch eine halbe Stunde versuchen. Ja, aber das gefällt mir gerade. Okay, willkommen. Hier befinden sich die Fragezeichenschalter des Schalterpalastes. Tritt auf den Fragezeichenschalter ganz oben im Inneren des Regenbogenrings. Wenn du den Fragezeichenschalter bestätigst, werden alle Fragezeichenblöcke, die du findest, solide. Spring gegen sie, damit sie zeigen, was in ihnen steckt. Oh, naja. Ja. Oh. Hast du wenn du den Schalter... Was ist denn jetzt los hier? Wow. Oh, shit, 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 shit. Ich muss die andere Münze kriegen. Komm schon, komm schon. Oh, nein, 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 nein. Jemand fragt, spielst du das Spiel im Stream durch? Ja, warum nicht? Ich krieg die rote Münze nicht. Oh, die Mission habe ich gehasst. Die habe ich so oft machen müssen. Und tschüss. Tschüss. Das ist eine der schlimmsten überhaupt. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viele Sterne gibt es denn? 150? Es gibt 150 in dem Spiel, ja. Das hatte ich tatsächlich noch irgendwo im Hinterkopf eingekramt, irgendwo, ich weiß es nicht. Mal gucken. Oh, jetzt habe ich keine von den beiden bekommen. Nur weil die Kameraführung so scheiße ist hier. Wer hat sich das ausgedacht? Oh, eine davon. Na, das reicht mir nicht. Nee, das muss man, glaube ich, echt in einer perfekten Bewegung durchmachen. Also, ja, da einmal tschüss. Daneben fliegt, dann kann man es direkt voll machen. Oh nein, jetzt kommen die Sexsklavenwitze. Wir hatten auch vorher schon mal, dass jemand nach erotischen Bildern von Marc und mir gefragt hat. Oh. Ihr könnt ja selber welche malen, mimimi. Oh, das ist ja... Das ist grausam. Ja, das ist mir bewusst. Ah, nein, 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 wieder ein nicht... komm schon, diesmal... Ah, ja. Okay, okay, jetzt wird es zumindest schon mal etwas leichter, glaube ich. Oh, ja. Das ist ja eigentlich noch harmlos, vielleicht so die anderen Flughafenmissionen, die es da irgendwo noch gibt. Oh ja, da gab es ja noch eine. Die gab es, glaube ich, da, wo die 15. Welt ist, auf der gegenüberliegenden Seite, gab es so eine ganz schlimme Kanonen und Regenbogen und alles sowas. Oh, und jetzt muss ich nur noch auf der Plattform da landen, bevor mir die Flugdings ausgehen. Oh. Das Schöne ist, ich sehe es ja auch noch nicht, wo du bist, und anhand deiner Reaktion werde ich wissen, ob du es geschafft hast. Ja, ich habe es gerade verhauen. Ich habe den Stern bekommen und ich habe mir den Stern geholt und den Schalter nicht aktiviert. Was? Nein, speichern und Ende. Ich wollte doch gar nicht speichern und Ende. Oh komm, weiter. Ich bin noch nicht bei meinen 20 Sternen, glaube ich. Ey! Nein, ich will auch nicht malen! Oh Mann! Bei mir hast du gerade den Stern aufgesammelt, jetzt redest du von malen. Ich bin sehr gespannt, wie du da hinkommst. Wie gesagt, ich würde es dir so gern mal rüber streamen, aber ich bin schon am Stream. So eine geile Leitung habe ich dann doch nicht. Naja, ist halt so ein bisschen so maximal 5 Sekunden Abstand, aber geht schon. So, für den, der da fragt, das ist Stuhlhase. Ich weiß auch nicht, wer das ist.
ist irgend so ein Typ, der macht YouTube-Poops und Let's Plays. Ja, ja, und kommentiert ganz schön viel Videos und so. Ja. Ich würde ja auch ein paar andere Videos noch kommentieren, wenn ich irgendwie teilweise betreten am Tag komme. Du hast den Fragezeichenschalter betreten. Die Fragezeichenblöcke sind nun solide geworden. Spring gegen sie, damit sie ihr Interesse zeigen. Ihr Innerstes. Ihr Interesse. Ich konnte mir auch denken, dass der Text falsch ist, vor bei mir im Bild. Genau, das ist Funk Royal. Du bist jetzt Funk Royal. Wetten, der streamt auch gerade parallel. Würde mich nicht wundern. Nein, das will ich nicht wissen, was Japan Cube da geschrieben hat. Ich möchte es auch nicht vorlesen. Der Chat wird ja glücklicherweise nicht aufgenommen. Ja, eben. Das kommt noch. Das finde ich immer sehr gefragt, wenn man den Chat mit aufnimmt und dann keine Entscheidung darüber hat, was da drin ist. So, jetzt ab nach unten hier. Wir haben ja jetzt zumindest unseren Helm. So, wo war ich denn jetzt noch nicht? Beziehungsweise, wo will ich denn als nächstes hin? Ich könnte eigentlich mich auch schon um Bowser kümmern. Ach so, der hat's doch gar nicht gemacht. Nein. Der braucht 12 Sterne. Ach so. Jetzt fangen die wieder mit Professor Layton in den Kommentaren an. Es geht die ganze Zeit schon so. Ich muss aber dazu sagen... Ich spiele hier Mario. Ich muss dazu sagen, auch wenn du gerade mal gespielt hast, ich verbinde dich aber auch nur mit Layton. Das ist das Schicksal, dass ich erleiden musste. Wach, du bist genau in meine Falle getappt. Wusstet ihr nicht, Zuschauer, dass LP steht für Layton und Phantom Ganon? Ja, denn das ist das Einzige, was meinen Kanal ausmacht. Layton und Phantom Ganon. Das ist gut. Blablabla, ich warne dich, Freundchen, pass auf. Ja, schön. So, da komme ich noch nicht hin, aber ich wollte mal was schauen und zwar ist dort, ja, da ist eine rote Münze, ich wusste es. Was ist denn das hier? Ja. Ich bin gespannt, ich sehe es ja gleich. Okay, es geht hier also ein bisschen anders. Ja, ich sehe es, da ist irgendeine Blume. Ich meine auch an die Münze zu kommen, die ich wollte. Boing! Das erinnert mich ein bisschen an Super Mario World. Ja, genau, mit diesem Pi-Ballon. Ja. So. Professor Exido vs. Mark Wright. Sammelst du heute nur 20? Was? Sammelst du heute nur 20 Sterne? Nicht unbedingt, aber das ist so das Ziel, was ich mir auf jeden Fall stellen wollte, weil Nyami Mizuki hat gesagt, kam nie weiter bisher als 20 Sterne. Oh, da müsste ich ja 21 sammeln. Ja, stimmt. Oh Gott. Ich spiele das ja hier bloß, weil ich gerade nicht so viel an meinem ROM-Hack weiterarbeiten kann. Aber, naja, wenn man schon mal das spielt, also ich werde das auch zu Ende spielen, mit allen Sternen, die es da gibt. Wolltest du nicht Superman 64 als Täuschung nehmen? Hättest du eigentlich in den Titel schreiben müssen, SM64 oder so? Naja, wäre vielleicht auch ein bisschen zu auffällig gewesen. Oh Gott! Oh Gott! Ich hab's geschafft! Noch bei mir noch nicht. Nee, dann. Damit kann ich dich täuschen. Ja, das ist ja eben, du kannst einfach das Gegenteil sagen von dem, was passiert ist. Mhm. Nö. Okay, nochmal. Moment, aber diesen Switch, den gab's ja trotzdem. Also ich hätte die Blume nicht benutzen müssen dafür, um das zu kriegen. Ja,
Also jetzt ich das mal gespielt habe, da wusste ich das gar nicht, dass es da so eine Münze ist. Und das ist schon relativ fies eigentlich, wenn du das nicht weißt. Ja. Was für ein Rom-Hack, fragt jemand. Ein Rom-Hack von Rhythm Heaven Fever, weil voll vertextet und so. Wer diese Videoreihe von mir kennt, wird wissen, was ich dann vorhab mit dem Spiel. Welche Synchronstimme ist das? Randall? Welcher? Inquisitor Flammenberg. Und ich denke mal, das basiert auf dem Running Gag, dass... Ja, genau. Dass alle Randall sind. Im Grunde spiele ich gerade auch Super Randio. Super Randio 64 DS. Und er besiegt dann Renza. Nee, Rouser. Renbau. Und muss Prinzessin Ranch. Reach. Oh Mann. Okay, Vielleicht, wenn ich die ganze Zeit währenddessen aktualisiere, wäre es vielleicht dauerhaft sogar so komisch. Ah, du kennst doch bestimmt die SpongeBob-Folge mit Thaddäus. Ja. Er ist Thaddäus, sie sind Thaddäus, wir alle sind Randall. Okay. Huh. Wie viele fehlen mir noch? Zwei. Oh Gott, wo waren die denn? Also einer war... Kennst du bestimmt. Du kennst bestimmt auch die SpongeBob-Folge mit meinem Freund Blauspur, wo gesagt wird, unterstützt von seinem Jungen Gehilfen, so komme ich mir vor. Oh nein! Wie komme ich denn da jetzt so noch weiter? Ich muss da ja langsam dann... Scheibenkleister, ich muss hier aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Irgendwie weiß ich, dass die... Erstens mal die Kameraführung scheiße ist. Und zweitens, dass das Spiel generell hier sich auch ein bisschen anders steuert als auf dem N64. Ich hatte den Hard-Mode, also als ich Super Mario gespielt habe, habe ich die Kamera überhaupt nicht gewechselt. Oh, war ja. Aber dafür gab es doch auf dem N64 die C-Tasten. Die so gut dafür sogar waren, im Gegensatz zu dieser einen Taste, die ich hier gerade benutze. Die Who is Flöte? Oh Gott. Hä? Die Who is. Die SpongeBob-Folge mit dieser Who is Flöte. Hä? Oder. Ach, mit dieser Who-Flöte? Meinst du die Lotus-Flöte? Oh Gott, ich weiß es nicht. Das ist eher eine neue, das heißt neuer, das ist Staffel 6. Oh, das gibt's doch nicht, jetzt muss ich da wieder hoch. Ich mag diese Bewegungssteuerung überhaupt nicht, weil hier wird unterschieden zwischen Rennen und Gehen. Ich meine, es hat was damit zu tun, dass... Die heißt, glaube ich, Flötentöne, die Episode, ne? Ah, oh, Mist. Ich antworte gerade im Chat nicht, falls du nicht jetzt. Ja, okay. Keine Sorge, ich krieg davon eh nicht viel mit. Oh, weil ich versuche hier irgendwie nicht zu sterben. Nee, mit frag doch einfach nochmal, das ist ja die magische Miesmuschel. Das ist die magische Miesmuschel, ja. Schön, wie wir von Layton jetzt auf SpongeBob wechseln. Ja, Tatsache. Oh Mann! Ich spring gar nicht im richtigen Moment. Beziehungsweise ich spring zu spät vielleicht. Mal. Ja. Zum Glück werde ich ja aufgefangen. Muss ich mir ja keine Sorgen machen. Irgendwann klappt's schon. Aber gibt's nicht eine andere Steuerung? Oh nö, jetzt habe ich zu lange gewartet. Glaube ich so gemacht, ich habe die Treppe ausgelöst und bin dann von einer höheren Treppenstufe darauf gesprungen. Also auf die eine. Also da ist doch noch eine Münze oben drauf, ne? Auf diesem einen. Na, die habe ich ja. Achso, ist aber mir nicht so aus. Oh. Ja, ich musste nur noch die eine haben. Also ich weiß nicht, welche Stufe du meintest. Ja, weil da gibt's so eine Münze, die ist da oben noch drauf und da bin ich immer von der Treppe abgesprungen. Moment.
Herzlichen Glückwunsch. Mamma mia!